Flucht, hä? Die Erste Ordnung will die Karte. Finn ist beim Widerstand. Ich bin nur eine Schrottsammlerin. Dann lass mal sehen. Die Karte ist unvollständig. Das ist nur ein Teil. Seit Luke damals verschwunden ist, suchen alle nach ihm. Warum ist er fortgegangen? Er bildete eine neue Generation von Jedi aus. Ein Junge, ein Schüler wandte sich gegen ihn. Er machte alles zunichte. Die Jedi gab's wirklich? Die Macht, die Jedi. Einfach alles. Es ist alles wahr. Wir sind da. Ich wusste gar nicht, dass es so viel Grün gibt in der Galaxis. Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich, wie jedes Mal auch Eladum, zu einem neuen Part. Lego Star Wars, das Erwachen der Macht. Ewigkeiten habe ich es nicht mehr gespielt. Mir kommt es vor, als hätte ich es Jahre nicht mehr gespielt. Das Spiel ist zwar noch nicht seit Jahren raus, aber ja, ich hab's halt bestimmt Monate nicht mehr gespielt. Freue mich, das jetzt wieder spielen zu können. Und was macht der Ork dort? Was hat er in Ork in Star Wars zu suchen? Kannst du das auf Schwachstellen scannen? Ich muss mich hier erstmal zurechtfinden wieder mit der Steuerung und mit den mit der Lage hier im Spiel. Jo. So. Das kann Han Solo. Oh, das ist schön, dass man hier sofort weiß, wie man einzusetzen hat, also dass man sofort den Charakter wechseln kann. Wow. Es mit einem Sprengsatz erwischen. Ich hab's vermisst, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß gar nicht, weshalb ich so lange kein Star Wars gespielt habe, aber ja. Ich hab's wahrscheinlich irgendwie verdrängt. Wie ich auch die Spielsteuerung verdrängt habe. So lange ist es schon her. Ich bekomme es aber wieder, was ich einmal gelernt habe. Das ist wie Fahrradfahren. Wenn du einmal ein Lego-Spiel begriffen hast, begreifst du alle. Und lernst es auch schnell wieder, wenn du lange Zeit kein Lego-Spiel mehr gespielt hast. Ach, da brauche ich den lieben Finn. Oh, lang ist es her, demnächst kommt sogar Star Wars Teil 8 raus. Den Trailer durften wir schon auf YouTube sehen. Das könnte nützlich sein. Star Wars 7 ist quasi schon fast schon veraltet. Oh. Vielleicht spielen wir ja demnächst Lego Star Wars Nummer 8. Würde mich auf jeden Fall freuen. Dazu müssen wir aber auf jeden Fall vorher erstmal diese Let's Play-Reihe zu Ende führen. Wenn nichts dazwischen kommt, dann halte ich mich jetzt auch dran und werde das mal zu Ende führen. So, los jetzt mit der Story. Zum Widerstand. Mas Kanata ist die beste Wahl. Könnte helfen.
Chewie macht sich erstmal bequem. Ja, während es Chewie sich bequem macht, machen wir uns auf den Weg zum Mars ins Schloss. Mars werden wir dabei nicht trinken, aber am Mars treffen werden wir. Flachwitzkönig. Ja, was? Ach so, ja. So viel zur Steuerung verlernt. So. Den können wir nicht aktivieren. Brauchen wir erstmal Hahn. Oh nö, Ray kann das auch. Way. Ach so, hier oben. Hab ich. Jetzt zu euch beiden. Jetzt können die das auch so. Finn. Zack, du bist an der Reihe. Ah, zu zweit. Oh, ruck. Zusammen. Oh, BB-8 ist auch wieder mit dabei. Mein Lieblingsroboter. Nach R2-D2. R2-D2 ist und bleibt mein Lieblingsdroid. Tut mir leid für alle BB-8-Fans. Aber ist so. BB-8 ist zwar richtig geil, aber BB-8 ist der Beste, ich weiß, aber der guten alten Zeiten zuliebe, muss man doch sagen, das schöne Beep-Boop von R2 ist dann immer noch das Liebste. Ja, ich weiß, BB-8 macht das auch noch, aber ja. Hinter R2 steckt halt, ja, nicht direkt Kindheitserinnerungen bei mir, aber Jugenderinnerungen, sofern ich die Behauptung wahren kann, dass meine Jugend schon vorbei sei, ist sie auf keinen Fall. Ich bin noch nicht mal 20. Aber ihr wisst, was ich meine. BB-8 ist halt erst seit neuestem da. Und R2, den kenne ich schon aus dem Star Wars Universum schon seit längerem. So. Dann sind wir auch drüben. Kommt der Rest noch da nach? Jo, Han Solo ist hier. So, zerstör alles. Um Geld zu kriegen. So. Kaputt mach. Stats sammeln, denn ich bin Geld. Geil. So. Der wievielte von... Wie vielen war das jetzt? Habe ich nicht drauf geachtet. Jupp. Wir werden sehen. Hier kriegen wir auf jeden Fall noch einige güldene Steine. Oder waren es rote Steine? Vielleicht müssen wir sie auch erstmal im freien Spiel freischalten. Und wir müssen den Story-Modus erstmal abwarten. Ich weiß nicht, ob ich das Ding 100% spielen werde. Es kann gut sein, dass das mein erstes Lego Let's Play 100% wäre. Ich würde es auf jeden Fall gerne machen. Frage ist nur, ob sich die Zeit dafür findet. Weil ihr habt ja gesehen, der letzte Part ist eine kleine Ewigkeit her. Da kann es passieren. Sieht aus, als würde ein großes Alien die Tür blockieren. Dass ich das halt planmäßig nicht reinkriege. Und ich bin schon wieder abgeschwiffen, ich rede schon wieder über Off-Topic-Themen.
Ich sollte aufhören damit. Tut mir leid. Ich bin wieder ganz beim Spiel. Jo, die Greifhaken-Sache, die finde ich immer am besten. Han Solo! Auch einer meiner Lieblingshelden. Allerdings mochte ich ihn in jungen Jahren, lieber als in alten. Und das erinnert mich ein bisschen sehr an Indiana Jones. Die alte Version von Han Solo. Damit kann ich mich nach wie vor nicht hundertprozentig anfreunden. Natürlich habe ich mich damit zurechtgefunden, ist klar, ja, man weiß, es ist Jahre her und der Kerl ist älter geworden seitdem, aber ja. Diese Figur ist für mich irgendwie. Ich brauch dich mal, BB-8. Wo bist du? BB-8? Ach, da bist du. Und wieso konnte ich dich nicht erreichen? So, hier hoch. Den brauche ich dort für das eine Ding. Und mit Y kann man ja nach wie vor sprinten. Och nö. Da wieder kaputt gemacht. So, jetzt müssen wir diesen Fettsack dort von der Tür wegscheuchen. Der Fettsack ist aber auch ziemlich muskulös, deshalb sollten wir deshalb vorsichtig sein, dass wir den uns nicht zum Feind machen. So, Bäumchen, Bäumchen, rüttel dich. Ja, nicht mehr viel übrig von dem Bäumchen, nachdem es gerüttelt wurde. So, ich will wieder Hand spielen. Und der liebe Herr Solo ist mir dann doch das Liebste. Oh, Handy vibriert. Ich kann gerade nicht. Ich sag's, wie ich es immer sage. Tut mir leid. Bin gerade in der Aufnahme. Und würde gerne rangehen, aber hab zu tun. Ich kann meine lieben Zuschauer nicht alleine lassen. So. Und wer von euch hat auch zu viel Two Broke Girls geguckt, dass er mit dem Namen Han jetzt nicht mehr zurechtkommt. Oh. Bei mir auf jeden Fall der Fall. Na. Man sollte nicht Comedy und Star Wars zusammen gucken. Vor allem nicht in kurzen Abständen. Es ist halt auch Hahn. Also. Es ist besser, wenn ich rede. Und noch wichtiger, starrt sie nicht an. Wieso sollten wir? Lasst es. Okay, okay. Oh. Ein Minikit. War das ein Minikit? Ich kann hier einfach runterhopsen. Ja. Ich kann ihn ja auch nicht Herr Solo nennen. Das ist halt einfach Hahn Solo. Es ist. Ja. Mars, würdest du diesen Droiden für mich zu Leia bringen? Nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lang weggelaufen. Ja,
Los geht's mit Level 2 dieses Parts. Ja, das sieht nach einer Sache aus, die ich erst im freien Spielmodus bewältigen kann. Heißt, wir müssen im freien Spiel nochmal hierher. Dann kann ich mich mit denen anlegen, einmal ein bisschen prügeln, na Kneipe. Was mit dir? Schießstand! Jo! Ich schieß den ganzen Stand kaputt, ich mache einfach alles. Alles, was kaputt, was hier aufkommt. Ach, das ist sogar die Aufgabe. 9 von 10, 10 von 10, super. Okay, klar. Ich folge dir irgendwo hin. Ja, Chewie stößt zu uns. Hast dich fertig ausgeruht. Bist entspannt. So, Finn ist weg. Den haben wir jetzt nicht mehr zur Verfügung. Der ist scheinbar beschäftigt mit dem Rotmask-Typ. Mit dem Masken-Fuzzi. Ja, Fasken-Mutzi, genauso. Genauso wird es sein. Hier brauchen wir wieder das freie Spiel. Das ist unglaublich. Chewie. Zahnrad wird in Gang gesetzt. Und da wird was aktiviert. Muss ich wohl erstmals mit dieser Bombe oder nicht? Oha. Oh, tut mir leid. Sorry. Wollte dich nicht in die Luft jagen. Ach so, da fehlt was in der Mechanik. Alles klar. So, ich gehe nochmal ziehen. Los, zieh! Los, hau ruck, Chewie. Schaffst du. Bist doch stark genug. So, jetzt radadadadadad. Und da, ciao! So muss das sein. So, Scheibe ist kaputt. Jetzt können wir das hier zerbomben. Na. Welche Taste war das nochmal? Ja, die, genau die. Sorry, Großer, ich wollte dich nicht. So, da oben hin. Jo. Das war beabsichtigt. Jetzt gibt's einen Armring. Chewie. Chewie. Was gleich stand, gibt's doch ja nicht. Ja, das kann ich nicht aktivieren. So, was als nächstes? Han Solo, der muss als nächstes irgendwo hin. Was ist das Goldene da oben? Ach, freies Spiel, Dingens. Hier sind so viele freie Spiel. Modus Aktivitäten. Das schreit so sehr danach, dass wir da nochmal durchrennen müssen im freien Spiel. Mit einem ganz anderen Charakteren. Das wird lustig. Glaube ich. Mit anderen Charakteren da dann durchzulaufen, auch mit bösen Charakteren. Die kann man hier alle freischalten, dann, wenn man die Story vollendet hat. Kann man dann auch mit den Leuten der dunklen Macht hier mal durchlatschen. Und das geile Schwert von Kylo Ren mal benutzen. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Okay, da können wir nicht runter. Das war's auch immer für einen Grund. So, hier wird noch natürlich alles zerstört, damit wir den wahren Jedi
Auszeichnung kriegen. Das schaffen wir vermutlich eh nicht, weil das ist erst bei der Hälfte und so viel gibt es ja nicht zu zerstören. Und das war den wahren Jedi-Ritter bekommen könnten. Ja, dann müssen wir das halt im freien Spiel nochmal machen. Ist ja alles. Wird vermutlich sowieso gemacht. Ich bin ein Fan vom freien Spiel. Vor allem bei diesem Spiel würde ich sowas von gerne machen. Bei Batman 3 Jenseits von Gotham. Das war, glaube ich, mein letztes Lego-Spiel, wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich das unterlassen, weil ja, mir hat das Spiel auch nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Dann habe ich gesagt, nö, du, muss nicht sein. Und dann muss auch das freie Spiel nicht sonderlich sein, weil das würde das Spiel, das Let's Play nur noch verlängern. Aber wenn ich Zeit dazu habe, wenn mir die Zeit bleibt, dann würde ich auf jeden Fall dieses Spiel gerne noch um 100% Sachen machen. Und ich rede schon wieder auf der Weg. Das ist halt irgendwie, müsst ihr bei mir zurechtkommen mit Off-Topic. Ja, bei mir sind Let's Plays halt Off-Topic. Kommt zurecht, oder? Halt eben nicht. Staucht mich in die Kommentaren zusammen. Was das auch wieder ein freies Spiel-Ding ist. Ach, ich liebe das. Dann wird so unheimlich viel zu tun sein im freien Spielmodus. Also da bleiben wir auf keinen Fall leer aus. Da gehen wir nicht leer aus. Und warte nur. Hier können wir noch was umbauen. Gibt ja bei Star Wars Lego das Erwachen der Macht immer 3 Möglichkeiten oder 2 Möglichkeiten zu bauen. Das hier ist eine Möglichkeit. Und schon haben wir für Han etwas erledigt. Da setzt er sich dazu. So, jetzt bleibt nur noch Rey und BB-8. Machen noch ein Level. Und wenn er nicht mögt, könnt ihr ja einfach pausieren und da später weiter gucken. Das ist ja die Funktion von YouTube, die gute Funktion, wenn man das einfach in einem späteren Zeitpunkt weiter gucken kann, wenn der Part Überlänge hat. Ja, vielleicht habe ich es auch so zurechtgeschnitten, dass es passt. So, hier wieder ordentlich Stats sammeln. Oh, ein Druiden zermalmt. Wieso laufe ich eigentlich so langsam? Ist hier irgendwas Gefährliches, weshalb ich langsam laufen müsste und keinen Lärm machen sollte? Dann ist das auf jeden Fall hier die falsche Sache, diese Stats zu sammeln und so viel zu zerstören. Wenn ich leise sein soll, ist das hier auf jeden Fall mistig. Ja komm, ich habe auch nicht die Zeit der Welt. Mach kaputt. Mach alles kaputt. Oha, hier werden wir angegriffen. Ich mach Filet aus euch. Oha. Der kippt komplett alles um mir. Neben mir. Auf meinem Schreibtisch. Jo, weiter. Weiter voran. Voran, Ray. Voran. Immer weiter voran. Spinnennetze. Und dann ist die Spinne nicht sehr weit, wenn schon die Spinnennetze zu sehen sind.
So. Stats haben wir alle eingesammelt. Sind noch nicht sehr viele. Reicht noch nicht aus zum wahren Jedi. Jedi. Ich sag schon wieder Jedi. Entweder Jedi oder Jedi. Ich mach Jedi draus. Genau. Passt. Wieso nicht einfach englisches Wort draus machen? The Rache of the Jedi. Okay. Und so aktiviere ich das. Und Rey kann dann hier durch. Rey auch sehr gut verdeutscht. Ist wieder wunderschön mein Englisch. So. Öffnen wir es bis zum Schluss. Damit auch der übergroße BB-8 da durch kann. Der es garantiert nicht geschafft hätte, unter dieser kleinen Öffnung durchzukommen. So, BB-8 kann ja auch kämpfen. So. Nee, das wollten wir zerstören. Haben wir schon geöffnet. Wollen wir nicht nochmal öffnen. Ah, da kann BB-8 was dran drehen. So. Aktiviert. Zweite Ebene. Aktiviert. Dritte Ebene. Aktiviert. Geöffnet. So. Weiter geht's. In den dunklen Tiefen tunnel nicht nein. Sind nur noch mehr alte Droiden. Wir kehren jetzt nicht um. Brauchst nicht zu schleichen. Hast auch diesen wunderhübschen Stab. Aber vielleicht lasse ich mich des Kampfes. Mit dem du wunderbar kämpfen kannst. Wovor hast du Angst, Ray? Vor den Viechern hier? Von den Blech-Druiden? Ach so, da steht noch einer, den habe ich auch nicht gesehen. Sorry. Wollte dich nicht von der Wahl losen. So, dreh die Statüchen. So scheint's richtig. Jo. Die erste ist fest. Dreh ich jetzt das nächste oder? Jo, sieht so aus. So, in Ordnung. So. Liebe BB-8. Muss man aktivieren. Zack, hervorragend. Weiter geht's. So, wird Elektro geschockt. Patschau. So, was geht hier vor sich? Ein Gronk-Druide. Och, wir haben ein freier Spielmodus. Teil des Dingens. So, ganz viele ausgeschaltete Blechdruiden hier. Einige stehen nur rum und sind ausgeschaltet. Andere sind noch aktiv. Oha, wir sind eingesperrt. Der Weg ist versperrt. Er wird gehalten von denen, die tot sind, und die Toten halten ihn. Der Weg ist versperrt. Nein, falsches Spiel. Das ist ein anderes Lego-Spiel. Och, komm schon. So. Ray, du sollst da hoch. So, so, so. Ja, scheint nichts zu bringen. Dann muss ich das wohl wieder abbauen.
Können wir das wofür anders benutzen? Für etwas anderes? Hier vielleicht? Jo, das scheint effektiv. Oh. Ein Schrotthaufen, bewacht von zwei dieser kleinen Viecher. Ein Zahnrädchen, das können wir auf jeden Fall hier brauchen. Ja, scheinbar brauchen wir hier noch ein zweites Teil. Wie können wir das aktivieren? Hier vielleicht? Und wo finden wir das zweite Teil? Ah, BB-8, ich brauch dich mal. Kommst du? Oh, hui. Dann mal schnell mit Ray. Ich sag wieder Ray. Sprich einfach weiter so. Ray. Aus Star Wars. Nur richtig grausam. Richtig grauenhaftes Englisch. So, und wie komme ich da hoch? Ein Doppelsprung. Jo, wäre möglich. So, und jetzt kann ich mal den lieben BB-8 aktivieren. Der macht, dann fährt sich das da drüben wieder ein. Und dafür ist das jetzt hier aktiviert. Dann muss ich auch gar nicht diesen gefährlichen Doppelsprung machen, sondern kann hier einfach rüber hechten. Dann schaffe ich es schon viel effektiver. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Bin hier fast runtergefallen. So. Was haben wir hier? Hoffentlich ein weiteres Rädchen. Oh, das sieht gut aus. So, hier muss wieder ein Schalter aktiviert. Eine Murmelbahn. Und das ist unser gesuchtes Zahnrad. Und des Rätsels Lösung ist gefunden. So, dann packen wir das hier hin. Und dann muss ich das hier zerstören, auf dem BB-8 gerade steht. Ja, er wird BB-8 genannt, aber in Englisch it heißt BB-8. Ich weiß auch wieder das bestmögliche. Ach so, das war das da drüben. Das bestmögliche Englisch. Meine Englisch-Grammatik-Skills sind sehr schlecht. Erstaunlicherweise habe ich in der Englisch-Realschulprüfung eine 2 geschrieben. Ja, ich weiß, ich glaube es selbst nicht. Das ist Symbol. Laserschwert. Und was wohl dahinter sein wird hinter dieser Tür, wenn das Symbol ein Laserschwert ist. Ich weiß nicht. Bestimmt ein Schminkkoffer. Oha. Feuerlöscher. Lego Humor. Ruhig, Kleine. Rays Eltern. Was war das? Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater. Luke, und ich bin dein Vater. Das Ding nie wieder anrühren. Ich will mit all dem nichts zu tun haben. Ich aber. Ich will das Laserschwert. Ich will Laserschwertkämpfe machen. Heute epische Laserschwertkämpfe. Wir das Ende der Republik. Och. Diese furchterregende Maschine, die Nazis hier schon wieder. Ihr erbaut